So, meine Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront. Wir spielen Jägerstaffel oder auch Fighter Squadron genannt. Der Flugmodus des Spiels finde ich persönlich ziemlich cool, macht Bock auf jeden Fall. Mal gucken, auf welcher Seite wir sind. Ich finde persönlich nämlich den A-Wing, ja gut, wir sind bei den Imperialen, egal. Worauf ich hinaus wollte ist, der A-Wing bei den Rebellen ist wesentlich manövrierfähiger und schneller, kommt mir zumindest so vor. Auch mit dem Schutzschild finde ich ziemlich geil. Jetzt müssen wir wieder mit den TIE-Dingern, mit den TIE-Jägern spielen. TIE-Jäger, TIE-Abfangjäger, keine Ahnung, ich habe noch keinen Unterschied feststellen können, deswegen nehme ich einfach immer den, der besser aussieht, und das ist der TIE-Abfangjäger. Meiner Meinung nach, und schon geht's los. So, gleich mal Tempo-Boost. Ja, das ist mein Ziel. Iceman ist mein Ziel jetzt. Ah, kommt die an? Die kommt nicht an. Das ist natürlich schade. Gleich noch verschenkt. Alter, wir treffen ihn auch überhaupt nicht. Aber so schnell gehen wir nicht auf. Wir bleiben hier dran. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben ja noch überhaupt nichts abgezogen. Zack, Feind erfasst dich. Ausgewichen. Oh wei. Okay, wir sind wieder frei. Der sitzt aber. Ja man, den haben wir. Akiba Siberia. Damit hast du nicht gerechnet, Junge. Feind erfasst mich. Abtauchen. Und Vollgas. Sehr gut. Das hat sehr gut. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen rumgucken, ob der Hero Pickup hier zu finden ist. Das. Oh ne, wir nehmen auch das hier mit. Hoffentlich. Ui, schnappt er mir von der Nase weg, das kann nicht wahr sein. Okay, dann hier. Das Ding ist nämlich bestimmt ein Reparaturding. Sehr gut. Reparatur Pickup. Hero. Oh, da kommt das Schiff. Da konzentrieren wir uns jetzt natürlich drauf. Oh, ja, sehr gut. Sagt Jabba, dass ich sein Geld habe. Oh, Trophäe freigeschaltet. Tja, Florian, da musste man sein Geld wohl doch nicht sparen. Guter Freund von mir ging nämlich davon aus, dass man das Geld auf seinem Konto haben muss, beziehungsweise seine Credits, um diese Trophäe freizuschalten, der alte Trophäenhunter. Und er hat die ganze Zeit nichts gekauft, bis er 25.000 hatte. Und jetzt geht das offensichtlich schon so. Ja, das war jetzt natürlich eine clevere Aktion. Den kriegen wir. Oh, der ist doch fast weg. Der ist fast weg. Eieiei. Nicht schlecht gemacht. Jetzt habe ich ihn verloren. Ne, da ist er. Da ist er. Okay, jetzt ist er weg. Hat sich von selbst erlegt, das Thema. Eieiei. Das ist auch echt schwer, mit diesen TIE-Jägern hier dran zu bleiben. Oh, was war das? Und er kriegt den Kill dafür. Fliegt er mich rein, kriegt den Kill. Na gut. Soll er ihn haben, soll er ihn haben. Egal. Da ist schon der Millennium Falke. Ich sehe aber nicht die Slave. Das heißt, der Hero Pickup muss hier irgendwo sein. Na gut. Egal. Den haben wir. Den haben wir nicht. Das ist dieser. Da war der A-Wing, genau. Der ist nämlich so schwer zu kriegen. Mit diesen TIE-Jägern, das ist unglaublich, deswegen, ich spiele auch wesentlich lieber. Warum sieht er denn nicht an jetzt? Den haben wir, das war aber nur ein KI-Gegner, das ist natürlich langweilig. Der ist weg. Aber wir holen hier wenigstens erstmal Kills. Zack. Auf 6 Uhr, alles klar. Das bedeutet von hinten, ja, der kommt von hinten, der Kollege. Hier ist unser Schiff. So, das versuchen wir mal. Ach da. Ja. Akiba Siberia. Das gibt's doch nicht. Warum kriegt er dafür die Kills? Das ist doch lächerlich. Also über sowas kann ich mich ja aufregen in so einem Spiel, ne? Na ja, gut. Das Verteidigen hat auch sehr gut geklappt. Und eine Niederlage eingefahren. Ja, 1, 2, 3 ist natürlich eine super KD. Aber was soll man machen? Wie gesagt, jetzt kommen wir jetzt zu den Rebellen glücklicherweise, dann habe ich meinen A-Wing und dann geht das Ganze hier auch ein bisschen besser. Das
Skywarn 52. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir mit den Rebellen spielen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt als Rebellenkämpfer. Da nehmen wir natürlich den A-Wing. Das kleine süße Ding. Das geht ab wie Schmitzkatze. Schön Schutz. Schön manövrierfähig. Hier kann man gut mitspielen. Zack, zack. Das fühlt sich doch gleich viel besser an. Und jetzt gehen wir hier mal auf die Jagd. So, die, was hat der hier vor? Der will das einsammeln. Er weiß also offensichtlich nicht. Zack, da haben wir gleich den ersten. Er versucht von hinten sich anzuschleichen. Okay. War natürlich eher suboptimal, könnte man sagen. Ja, mit den Dingern kommt man nicht weg. Ja. Oh nein. Jetzt habe ich natürlich den Ionentorpedo völlig verschenkt für einen KI-Gegner, den ich jetzt hier auch nicht mal kriege. Okay, jetzt haben wir ihn. So, jetzt holen wir uns hier gleich mal das Schutzschild. Zeig, wo will er hier hin? Sehr gut. So, jetzt haben wir schon mehr Kills als im gesamten Spiel davor. Das liegt halt wirklich an diesem. Zack, den haben wir uns auch geschnappt. Easy peasy mit dem A-Wing. Ich weiß nicht, ob man ihn schon OP nennen könnte. Auf jeden Fall ein bisschen. Aber macht natürlich viel mehr Spaß. Da ist die Slave, mit der legen wir uns natürlich nicht an. Der Slave, die Slave. Oh, eigentlich ja die Slave, ne? Zack. Ui. Uiuiui. Einer unserer Transporte ist gestartet. Oh nein. Da habe ich mich so ein bisschen verguckt. Wo will er hin? Wo will er hin? Wo ist er hin? Da. Alter, nein. Das ist zu hektisch gewesen. Zack. Kein Problem für uns. Überhaupt kein Problem für uns. Da ist der Millennium Falke sogar bei uns. Ist natürlich hervorragend. Schaffen, können wir den Kill klauen? Nein, doch, können wir ihn klauen. Nein, wir sind zu dumm. Ich bin zu dumm, natürlich. Jetzt habe ich ihn. Da hat natürlich irgendwer schöne Vorarbeit geleistet. Er fliegt hier Kreise. Den haben wir auch. Ja, wir gehen schon. Also wir gehen schon ein bisschen steil hier gerade, ne? Ja, wir können mal kurz gucken. 9-0. Inklusive KI. Zack. 10-0. Überhaupt kein Ding. Kriegen wir den auch? Zack. Okay, wir sollten vielleicht. Ich sollte mal versuchen, hier unten hier schnell so ein Reparaturding zu holen. Da ist eins. Dann könnten wir das hier noch ein Weilchen bringen, aber wir führen eh 100, doppelt so viele Punkte, zack. Dann machen wir uns gleich hier den Schutzschild. KI. KI, ah, egal, nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit, zerstöre 10 Teiljäger. Okay, das war Nummer 12. Und Nummer 13. Oh ne, 14 schon, meine Herren. Aber ich sehe hier einfach überhaupt keine KI-Gegner. Wo denn? Da. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Sauber. Habe ich da sogar den Kill für gekriegt? Naja, 15-0. Ich sage es ja, mit den Rebellen, mit dem A-Wing geht es wesentlich besser, auch wenn man das Imperium vielleicht lieber mag. Muss man sich in diesem Modus definitiv überlegen. Ach, Transport haben wir jetzt schon Schäden zugefügt. Zack, sind wir gleich mal auf dem Endscreen.
Das ist natürlich schön. Sacken wir noch ein paar Punkte für ein. Ja, das war die erste Folge. Mir hat's Spaß gemacht. Und dann, ja, ich weiß nicht genau, ob ich das nächste Mal was anderes spiele, weiß noch nicht. Aber vielleicht bringe ich noch mal eine Folge Jägerstaffel, weil ich ziemlich viel spiele, ziemlich cool finde. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.